Manchmal ist es aber auch echt schlimm mit der Steuerung, ne? Uff, tata. Oh je, schauen wir mal. So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Ja, komm, übertreib halt, ne? Es wird schon alles gut gehen. Das war bestimmt nur der Wind. Easy. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter. Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Hm. Also, was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz. Na, klasse. Oi, komm sofort zurück mit dem Premierminister. Autsch! Ja, bis auf ich. Bin überfahren worden. Das verdanken wir Ihnen, Mr. Paul. Das passt perfekt zu dem ausgesprochenen Mangel an Charakter. Zeigen Sie sich jetzt, Sie verkommene Dreckschleuder!
Er wird wohl kaum mit einem Knüppel vorne wegmarschieren, Dizzy. Ach, den Wagen in Sicherheit bringen, okay. Schon verstanden. Auf geht's. Fahrt zur Hölle, du Hundesohn! Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gladstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madame. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich, ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Tja. So schnell geht's. Schauen wir mal, ob wir das jetzt schon machen können. Alles andere wäre ja Blödsinn. Sonst müsste ich ja unnötig warten. Ah ja, es geht gut. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devil's Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte, die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond! Na, klasse! Zeitungsmädchen erblinken. Aha. Welches Zeitungsmädchen? Es wird wieder nicht angezeigt, ne? Schlechter Schatz. Doch, das hier. Das gehört dir, wenn du diese Kerle dort dazu bringst, mir zu folgen. Wie Sie wünschen, Sir. Menschenskind, seht doch! Da ist Squire Bancroft! Ich führe Sie besser in die Irre, bevor Sie mich zerreißen. Mr. Bancroft! Mr. Bancroft! Was kommt als nächstes im Prince of Wales? Tag, Dern. Tag, Tag. Gut gemacht, junger Mann. Dizzy sollte Sie mit den Liberalen reden lassen. Nun
darf mich unter keinen Umständen hier sehen, Mr. Fry. Jesus Maria. Die Kutsche ist ja furchtbar zu steuern. Ja, rechts überholen, das geht schon. Rechts ist frei. Rechts ist frei, rechts ist Gas. Los, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Lauf schön weiter. Weiter, Mädchen. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Prrr. Oh, welch verkommener Ort. Nehmen Sie meinen Arm, Mr. Fry. Sehen wir uns an, was Devil's Acre zu bieten hat. Viertel nicht von Schlägern entdecken lassen. Toll. Ist mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. So eine Scheiße. Alter, wenn der Hund jetzt bellt, bin ich im Arsch. Ah ja, hier renne ich lang. Okay. Wussten Sie, dass dieser Gentleman ein, wie war das ja, fliegender Händler nannte er sich? Oh, bemerkenswert, wie die Arbeiterklasse sich zu helfen weiß. Sehr geschäftstüchtig, ganz sicher. Sollen wir gehen? Und da sagt der Vikar, tut mir leid, Bischof, ich dachte, das war die Eucharistie. Hä? Hier, jetzt gibt es ordentlich Wasser für den Hals. Ich wechsle einen anderen Ton an, wenn ich fertig bin. Hä? Ich laufe an dem anderen vorbei, interessiert ihn nicht die dummste Bohne. Ich laufe an denen vorbei, direkt entdeckt. Hä? Ich bin sicher, Sie sind das Schrecken von Londons Unterwelt. Oh, nun ziehen wir weiter. Das ist doch ein Witz. Ist alles in Ordnung? Oh ja, ich habe gerade gelernt zu pfeifen. Schön. Nein, tut mir leid. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon Sie reden. Was für eine Art Fleisch verkauft Mrs. Disraeli, fragen Sie besser nicht. Was ist in dich gefahren? Da wären wir. Der alte One-Ton-Pub. Das beste Bier in Devil's Acre. Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung.
Also das ist ein Pint, nicht wahr? Bemerkenswert. Feines Hundchen. Na, klasse. Meine Freunde hier wären, sehe die Sache anders aus. Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen, das ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Pubs zurückgelassen habe. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken, woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Sieh mal an, wenn das nicht der Hundeknecht ist. Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Ciao. Erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Richtig. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prahlt er mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf. Was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Das glaube ich nicht. Auf geht's. Ihre Station, Madam. Meine Station? Das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. Ja, puh. Gut. Auf den Boden. So. Ich bin immer gerne hier oben, da habe ich einen besseren Überblick. So. Ja. So, mit dem eingestrahlten Big Ben würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Aufnahme. Bis dahin sage ich mal Tschüss.